Mahlzeit Leute, willkommen zu einem Video von mir. Heute wollte ich gerne vorstellen die Wismac Noisy Cricket 22. Ich habe mich echt gewundert, dass sie die rausgebracht haben in 22 mm. Ja, wollen wir mal reingucken, was alles dabei ist. Ich stelle mal hier meine Dampfer kurz weg. So. Ja, siehe unten. Eine Beschreibung. Ne, wie man die handhaben muss, alles drin. So, brauchen wir nicht. Weg. Hier ist sie. Schön, schön, schön. Und ich habe sie ausgepackt und ich habe sie besser gesagt bestellt und ich habe gedacht, ja, das ist die gleiche Box. Sieht genau gleich aus. Nur in 22 mm. Nein, sie ist matt. Und ich weiß nicht warum, ich finde es total geil. Ist schön klein. Ich kann mal kurz einen Verdampfer draufschrauben, wenn ich ihn finde. Ach, machen wir mal einfach den. Den Klon von. Ja, genau. Den Klon von. Vom Kaifun V5. 22 mm. Sieht schick aus. Gehen wir mal die Funktion durch. Kann ich auch Verdampfer drauf lassen. Also machen wir einen Rundumblick. Komm, Fokus. Hilf mir. Jawohl. Also schön in matt diesmal. Ich finde das total schön. Mir gefällt das richtig. Also ich habe schon die Noisy Cricket 2 25 habe ich schon richtig gefeiert. Die habe ich immer überall mitgenommen. Die sieht auch schon ganz schön ramponiert aus. Die möchte ich jetzt demnächst mal polieren. Mit Watte. Dass sie wieder schön frisch aussieht. Ja, unten ein Gasungslöcher. Die Akkudeckelklappe. Der Drehpoti. Ich habe die aus dem ersten Batch gehabt. Handy halt die Klappe. Hab aus dem ersten Batch gehabt. Da ließ sich der Poti ganz, ganz schwer drehen. Das haben die jetzt ein bisschen anders gemacht. Also ich finde, das ist jetzt ein bisschen einfacher geworden. Ne? Also am Anfang war wirklich, da musste schon hier richtig mit der Zähne dran und so. Also finde ich jetzt super. Ja, ganz normal habt ihr hier, wenn ihr einen 5-Klick ganz macht, ganz normal, dann macht es an. Dann kommt, wenn ihr in einem seriellen Modus habt, wie die andere auch, ein rotes Licht. Im parallelen Modus, dafür mache ich mal einmal die Akkuklappe auf. Boah. Mir trägt die Akkus entgegen. Dann müsst ihr hier einfach diese Platine drehen. Ne? Ah, komm. Fokus. Nein. Doch, jetzt. Einfach die Platine einmal drehen. Dann ist die ganze Geschichte im Parallelmodus. Akkudeckel einfach zu. Oh, der ist ganz schön knackig geworden. Also der geht richtig schwer zu. Finde ich. Boah, also den könnt ihr nicht verlieren. Mal so, ne? So, und dann habt ihr ein weißes Licht. Dann habt ihr den Parallelmodus. Für sehr niederohmige Geschichten. Also dann braucht ihr den Poti auch nicht zum Einstellen. Dann könnt ihr 0,1, 0,2 Ohm richtig gut mit dampfen. Und halt, wenn ihr höher gehen wollt, dann könnt ihr euch das mit dem Poti alles einstellen. Umso höher der Widerstand ist, umso weniger braucht dieses Einstellrädchen. Also wenn ihr, sag ich mal, 0,8 oben habt, dann könnt ihr den Poti voll aufdrehen und da kommt ganz normal, ne, kommt ganz normal 20, 30, 40 Watt raus. Sag mal, wenn ihr ganz hoch ohmig seid und wenn ihr niedrig ohmig seid, dann geht natürlich das Ding hoch bis weit über die 200 Watt. Da solltet ihr schon vorsichtig sein und wissen, was ihr tut. Ja, und wenn ihr den ausstellt, dann ist der aus und dann 10... Oh, nee, jetzt ist er wieder an. 1, 2, 3, 4, 5. Ist er aus. Wenn ihr ihn gedrückt hält, im ausgeschalteten Zustand, dann macht ihr den Modus rein, feuerfrei. 10 Sekunden. Nein? Okay, Schnitt. Cut. Ob du behindert bist, habe ich gefragt! So, jetzt haben wir das mal rausgekriegt, gerade kurz. Man muss die Platine wieder umdrehen in dem seriellen Modus und dann halt 10 Sekunden gedrückt halten. Dann hat die
kein Poti zum Einstellen, dann feuert die raus, was die beiden Akkus können. Ja, ist viel. Schmeckt auch nur mit dem richtigen Verdampfer, also nicht mit dem Kaifun, ne? Dann ändern wir das mal wieder. 1, 2, 3, 4, 5. Wieder ausgestellt. 10 Sekunden warten. Dun, 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 dun. Ah. 1, 2, 3, 4, 5. Und jetzt haben wir wieder den normalen Modus, wo wir den Poti einstellen können. Ja. Wer das immer so penibel ist mit den Kanten und wenn man 22 mm Verdampfer hat, lohnt sich die Anschaffung sehr. Also ich kann den nur empfehlen. Er ist auch nicht teuer, liegt so glaube ich bei 25 Euro auf Gearbest. Link packe ich euch wie immer in die Beschreibung unten rein. Ja. Gefällt mir sehr, ist gut. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, ich bin ein bisschen durch im Wind, ich hatte gerade Nachtschicht, ich bin erst gerade zu Hause und so alles, ne? Daumen hoch, wenn ihr wollt, nur wenn ihr Bock habt, müsst ihr nicht, Kommentar, immer gern gesehen und ne? Abo wäre der Oberhammer. Leute, schön weiterdampfen. Das dauert jetzt lange.